Ein kurzer Tierschutztipp. Die DB Tierhilfe, das ist die deutsch-bulgarische Tierhilfe. Gehen wir gerade auf das Impressum. Haben Sie einen Kalender? Ah, toll gemacht, schön. Arthur, Glück vermittelt, schön. So, Impressum. Das ist deutsch-bulgarische Straßentier-Nothilfe e.V. aus Schönsee. Vorsitzende ist die Eva Linkogel. Die kenne ich jetzt nicht. Wir haben, na oh Gott, wie lange ist das her? Boah. Einige Jahre. 12, 13 Jahre. Unser Misi, genau von diesem Verein bekommen aus Bulgarien. Zuerst wollten wir eine Dogge haben. Die Dogge. Die war aber nicht bei denen, sondern es war irgendein Problem der Dogge. Und da habe ich einfach gesagt, schick uns den nächstgrößeren. Also ein großer Hund, weil große Hunde werden sehr schlecht vermittelt. Wir bezahlen auch gerne den Flug und haben dann, glaube ich, insgesamt 1000 Euro gespendet. Das war auch an Weihnachten. Und dann haben die uns die Missy geschickt. Den bulgarischen Teufel, ein toller Hund, wirklich ein toller Hund. Ich blende mal gerade ein paar Bilder ein. Der ist in Frankfurt am Flughafen angekommen. Absoluter Angsthund, obwohl die laut Beschreibung im Tierheim schon etwas die rauere war. Ihre Schwester war auch da. Das Ganze hat sich aber innerhalb von Tagen wieder erledigt. Mit dem Angsthund, wir hatten damals noch den Picard, meinen ersten Hund, und den Zeus, ein Dogge-Mischling, ein großer Kerl. Und innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen war Madame, also Missy, die Chefin im Rudel, und von da aus ging es nur bergauf. Sie ist insgesamt, sie war damals ein Jahr, dann knapp über 13 Jahre noch bei uns gewesen. Ein toller Hund. Ich heute noch Tränen auch, wenn ich so denke. Naja. Okay, wie gesagt, ich bin mit dem Tierheim, mit der Tierschutz sehr zufrieden gewesen, wirklich sehr zufrieden. Habe bisher auch nur Gutes gehört oder gelesen. Wer also Interesse hat, einen Tierschutzverein zu unterstützen, der in Bulgarien den Hunden Futter, Unterkunft und Liebe bietet. Auch Katzen sehe ich gerade. Genau. Katzen. Sie haben aktuell viele Hunde hier. Wie immer alles schöne Hunde. Genau. Oh Gott. Was geht aber eigentlich? Schauen wir nochmal gerade nach. Notfälle. Och nö, och nö. Süße Mo. Ach, auch schön. Aha. Jagdhund. Rottweiler Lady. Eine alte Lady, ja. Na, so, zu Hause gefunden. Da sind bestimmt unsere Mies nicht drin. So, ach, der Hammer, der Schwarze. So, ne, das war, oh Gott, wie lange ist das her? 2004 oder sowas, ja. Das ist fast 20 Jahre her, oder? Muss man nachschauen. Auf jeden Fall auch auf der alten Webseite von denen. Die gibt es nicht mehr. Nachrufe. Oh, schöne Husky. Oh nein, Leute. Leider nicht mehr vergönnt, ein Zuhause oder einen Paten zu finden. Oh nee. Ach, die sind schön. Oh, süß. Kugeln. 150 Schrotkugeln im Körper. Leute, was seid ihr doch für A-Löcher, wirklich. Und ihr seht, laufen die alle frei rum, soweit es geht. Oh, der ist schön. Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Verein DB Tierhilfe, deutsch-bulgarische Tierhilfe. Und wer einen Hund sucht oder etwas spenden möchte, Pate wird,
Ja, genau, das sollst du ja melden. Ich verlinke unten im Beschreibungstext ein paar Infos vom Verein. Genau. Ich hoffe, es finden genug Menschen einen tollen Hund oder eine tolle Katze und damit auch viele Hunde oder Katzen ein tolles neues Zuhause. So, das war's. Wie gesagt, Daumen hoch für den Verein. Ich werde die alten Bilder und die kurze Video von der Misi mal reinmachen. Das war unser Hund von hier. Toller Verein. Tschüss.